Ich bekam schon leichte Kopfschmerzen vor dem Geruch, der in dem Institut vorherrschte. Mich wunderte es nicht, dass in einer solchen Umgebung viele kranke Hirne allerlei Dinge erforschten, auf die garantiert niemand gewartet hatte. Frau Froberg stand wie versteinert an der Tür zu Dr. Westermanns Büro. Erst als ich mich an ihr vorbeischlängelte, sah ich, was der Grund für ihre Versteinerung war. Westermann lag, seltsam gekrümmt, am Boden. Sein Gesicht hatte eine ungesunde Farbe. Tun Sie doch etwas! Was denn? Rufen Sie einen Krankenwagen. Der Mann hat sich offenbar vergiftet. Rettet! Nichts sagen, Herr Dr. Westermann, nichts sagen. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Lassen Sie ihn, vielleicht will er uns etwas Wichtiges mitteilen. Sehr, sehr wichtig. Na also. Er rettet die Maikäfer. Mehr sagte er nicht. Ein paar Augenblicke später war er tot. Ich hatte nun also eine Klientin, die ihren Freund nicht mehr verstand, und einen Professor, dessen letzte Worte ein flammender Appell zur Rettung einiger Kleintiere war. Das waren alles andere als gute Aussichten. Die Polizisten befragten im Institut eine Menge Leute, unter anderem auch mich. Ich gab brav Auskunft und wollte mich dann aus dem Staub machen. Doch mein Lieblingspolizist ließ das nicht zu. Na, Maloney, was halten Sie von der Sache? Nicht viel. Also, beim jetzigen Stand der Dinge ist noch alles offen. Mord, Selbstmord, Unfall, sogar ein natürlicher Tod liegt noch drin, auch wenn der Mann so aussah, als habe er Gift geschluckt. Ja, ja, der Möglichkeiten sind viele. Kann ich jetzt gehen? Nein, Maloney! Wir haben vor ein paar Tagen eine Anzeige gegen dieses Institut hier erhalten. Ein prominenter Anwalt hat sich darüber beschwert, dass sein Sohn nach einem Experiment plötzlich ganz anders geworden sei. Vom Saulus zum Paulus oder umgekehrt? Der junge Mann war ein strammer Konservativer, der drauf und dran war, Präsident der Jungliberalen zu werden. Jetzt hat er seinen Porsche verkauft und möchte sich zum Kindergärtner ausbilden lassen. Und den Rasen vor seiner Luxusvilla hat er pflügen lassen, um darauf Topinambur pflanzen zu können. Die vergessenen Gemüse sind wieder im Kommen, Maloney. Was auch immer es war, dieses Experiment hatte es offenbar in sich. Ich schlich mich unauffällig in jenes Büro, in dem die Frau saß, die die Leiche entdeckt hatte. Ach was! Mit Gehirnwäsche hat das alles nichts zu tun. Dr. Westermann hat eine Substanz gefunden, die einen direkteren Zugriff zu unserem Unterbewusstsein ermöglicht. Aber diese Pille, die wir Ihnen gegeben haben, kann eine ähnliche Wirkung haben wie 3 Jahre Psychoanalyse. Dann würde es mich nicht wundern, wenn der Täter ein Psychologe ist. Der Täter? Sie glauben doch nicht etwa, dass Herr Dr. Westermann ermordet worden ist? Ich sagte ihr, dass laut Polizeibericht noch so ziemlich alles möglich war. Wir unterhielten uns noch eine Weile über die Nebenwirkungen aller möglichen Dinge, als plötzlich ein Mann in das Büro kam. Er streckte seinen Zeigefinger aus, so als wollte er Frau Froberg damit erdolchen.